Mega Potion. Und ihr seht hier einen dreizackförmigen Abdruck, sag ich jetzt mal so. Hier müssen wir einen besonderen Gegenstand anscheinend finden, den wir dort einfügen müssen. Okay. Ja, liebe Leute, ich war jetzt währenddessen die ganze Zeit mal ein bisschen ruhiger. Ist auch mal was anderes. Dass ich mal ein bisschen ruhiger bin, jetzt schwimmen wir wieder hinaus. Ah ja. Wir werden beobachtet. Ah, diese dämlichen Trottel werden das Schlüsselloch nie finden. Aber das Mädchen könnte sich nützlich erweisen. Und ich habe die Herzlosen auf meiner Seite. Triton, mein alter Freund, dein Stündchen hat geschlagen. Ja. Dass diese bösen Hexen immer nach Rache sehen. Furchtbar. Aber deswegen sind sie auch gerade so böse. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was wir machen müssen. Das ist jetzt das ganz Tolle daran. Theoretisch könnte ich jetzt das Buch rausholen und einfach nachgucken, was wir machen müssen. Aber das wäre ein bisschen fantasielos. Hier benutze ich jetzt einfach mal den Delfin. Der schwimmt mit uns einfach nur hier drum herum. Bringt uns also auch nichts. Okay. Schade. Das heißt, wir müssen gegen Herzlos kämpfen. Das ist eine Option. Oh. Zur Not wird die ganze Rest der Session aus optionalen Parts bestehen, sprich Trainingsparts. Jetzt seht ihr es mal. Er löst sich auf und teilt sich in vielen kleineren Quallen auf. Entschuldigt, da musste ich kurz aufstoßen. Das tut mir sehr leid. So. Okay. Ein bisschen was für die Gesundheit tun. Wow, Riesenqualle. Ah. Die Qualle teilt sich ebenfalls. Viele kleinere. Komm her. Oh. Einmal durchbohrt, ey. Voll der Bohrer, ey. Was für ein Burner-Gag, du. Alter. Mann, war der schlecht. So. Okay. Wie war das jetzt noch? Ja. Qualle. Komm her, Qualle. Ich mach dich kalt. Angriff. Ich glaube, wir müssen in den Bereich zurück, wo wir als allererstes waren, wo die ganzen Strudel waren, sag ich jetzt mal so. Bin mir jetzt aber nicht ganz genau sicher. Ganz genau sicher, ja, das ist auch gut. Nach oben? Nee. Wir schwimmen lieber zum Meeresströmung. Ja, genau. Jetzt kommen hier nochmal weitere Herzlosen, die ausnahmsweise mal keine Augenwerfer sind. Sondern wieder diese Blitzgar-Ring. Ja, geil. Wir haben den mächtigsten Blitzring erhalten. Cool. Mal gucken, wenn wir den gleich mal... an wen wir den vergeben können. Na komm. Geh kaputt! Sagte, geh kaputt! Du Sau! Geht doch. So, jetzt lassen wir uns einfach mal nach oben treiben. Wir lassen uns treiben. So, jetzt müssen wir gleich wieder oben sein. Genau, wir sind jetzt hier. Und genau hier wollte ich nämlich auch hin. Ich glaube, hier schwimmt nämlich auch ein Delfin rum. Genau, da ist er. Den brauchen wir nämlich. Scheiße. Schon wieder Herzlose. Ah. Okay. Herzlosenkampf. Mist. Oh, Donald hat auch einen auseinandergenommen. Sammel doch die Taler an, Junge. Die sind eine Menge wert. Wir brauchen die noch. Später. Geld. Für Gegenstände. Wir brauchen Taler für Geld, ja. Hm? Ist richtig. Wir brauchen Taler für Geld. Hm?
Genauso wär, toll wäre die Aussage, wir brauchen Euros für Geld. Hä? Ja, egal. Wir schlachten auf jeden Fall jetzt die Herzlosen nieder und machen uns dann auf die erneute Suche nach diesem Delfin. Denn den brauchen wir. Unbedingt. Delfin! Nein. Statt Delfin kriegen wir Quallen. Super. Das ist aber nicht das, was wir gesucht haben. Da ist doch noch eine. Noch eine Aua. Noch eine Aua. So. Ui, eine Riesenqualle. Ui, 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 ui. Ja, du willst mir eine klatschen? Ich klatsch dich weg. Wunderbar. Ja, und Ariel langt den einfach eine. Genauso wie Jack kämpft sie nämlich auch mit ihren bloßen Händen. Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, aber ich denke mal. Wüsste sowieso nicht, was man unter Wasser großartig als Waffe sonst benutzen würde. Vor allem Jungfrauen sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass mit Waffen rumlaufen. Beziehungsweise rumschwimmen. Ich finde das Gesicht von den Herzlosen immer genial. Dieses... Und Schmoll... Ja, Schmollmündchen nicht gerade, aber sieht schon cool aus. Bei den riesigen Quallen kann man es ein bisschen sehen, bei den kleinen eher nicht so. So. Oh, ich schwitze wie sonst was, ey. Es wird schon wieder warm, Leute. Oh. Ja, komm schon. Okay. Den haben wir schon mal kalt gestellt. Die Kale nehmen wir natürlich mit. Ja. Hau doch nicht ab. Tu dir doch nichts. Ich will doch nur spielen. Hallo? Abgewehrt. Irgendein Item wurde gerade eingefügt. Ich habe das leider jetzt nicht genau gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da plötzlich irgendwas über dem Kopf eines anderen schwebte. Sehr schön. Jetzt beginnt wieder die tolle Suche. Nein, beginnt sie nicht. Wir haben ihn. Es dauert das bestimmt eine Weile. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er uns durch die Strömung jagt unten rum. Wir dürfen jetzt nur nicht von ihm loslassen. Ja. Er schwimmt vor uns durch. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt können wir hier nämlich reinschwimmen. Ins Wrack. Bahn. Ja, wir sind hier bei einem Schiffswrack angekommen. Was ja unter Wasser ziemlich häufig kursiert. Hier ist ein Tor, die öffnen wir mal. Mithrilerz erhalten. Sehr schön. Ich glaube, wir können sogar ins Innere des Wracks eindringen. Was auch ganz cool ist. Hier ist noch eine Truhe. Die nehmen wir gleich mal mit. Elixier erhalten. Wunderbar. Aber das ist ein Schiff, das von der Black Rose versenkt wurde. Kleines Easter Egg auf mein Sid Meier's Pirates. Live the Life Projekt zu kommen? Was ist das für ein Ding? Ich komme da nicht ran. Ja, scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Das heißt, wir müssen hier sowieso nochmal zurückkommen. Und hier ist ein Loch, da können wir reinschwimmen. Wir sind nicht alleine, Freunde. Hier schwimmt etwas rum. Die Musik hat aufgehört. Was ist los? Hier ist eine Truhe. Die öffnen wir gleich mal. Die Musik hat aus einem bestimmten Grund aufgehört. Den werdet ihr auch gleich herausfinden. Oh! Genau aus dem Grund. Ein kleiner Haifisch hat sich zu uns gesellt. Und gegen den kleinen Kerl müssen wir uns gleich messen. Aha! Diese Form habe ich schon mal gesehen. Meereskristall erhalten. Sieh an, liebe Freunde. Wrack verlassen. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal gegen den Hai kämpfen. Wo ist er denn? Wo ist der Hai? Komm her, Hai. Sei ein braver Hai. Da ist er. Ist aber ein dicker Hai. Ganz schön dick. Er ist jetzt so ein bisschen wie Sabor, sag ich jetzt, in so einem tiefen Dschungel. Die Part sollten jetzt, glaube ich, morgen oder übermorgen
Nee, ab morgen kommen die ersten Part von Tiefen Dschungel raus. Und wisst ihr, was ich meine? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Yes! Wir haben den Hype bewusstlos geschlagen. Und wir heilen uns erstmal. Verschwinde Ei! Geht doch. Oh! Er hinterlässt sogar Items für uns. Ja, cool. Geil. Das wusste ich noch nicht, dass er Items hinterlässt. Aber gut. Wir haben jetzt noch ein paar Items dazu bekommen. Und jetzt können wir wieder rausgehen. Wir haben jetzt den Kristall erhalten. Das heißt, wir müssen nochmal zum Versteck zurück. Also ihr seht, das ist hier echt ein Hin und Her. Wir können uns wieder treiben lassen. Sehr schön. Und wieder gegen Herzlose ankämpfen. Ja, warum auch nicht? Das ist ja auch immerhin unser Job, ne? Ah! Das hat weh. Na komm! Darauf zu tanzen und kämpfen! Oh. Maria ist jetzt wieder ein Spezialmove von sich ein. Und ohne Probleme. Machen wir es halt so. Schade an die Taler kommen wir blöderweise nicht ran. Ja, blöd. Aber an die kommen wir ran. Aha. So. Jetzt müssen wir zum Versteck, wie gesagt, zurückkehren. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal entlang, um zur Meeresgrotte zu gelangen. Oh, schon wieder eine Riesenfalle. Attacke! Auf sie mit Gebrüll! Und sie teilt sie. Mal wieder. Die vielen kleineren. So. Die haben wir auch mal weggekickt, mal eben. Oh. Okay. Die haben wir auch. Wir müssen hoch. Sagt der Dreizack. Okay. Dann schwimmen wir hoch. Meeresgebirge. So, und jetzt sind wir wieder hier. Alter, noch mehr Herzlose. Immer diese Herzlose. Ist das schlimm. Ist ein bisschen Training für uns. Das ist auch mal was Feines. So. War hier... Nee, hier war nichts. War so eine kleine Qualle. Oh, wir werden auch noch verfolgt hier. Das geht ja gar nicht. Okay, die wurde weggeklatscht. Oh, Taler, 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 Taler. Ah, Geld, Geld, Geld. Ja, mitnehmen. Wo ist eine andere Herzlose? Ach, da ist er. Und wegkicken, jawohl. Und noch ein Blitz. Ja, geil. Noch ein Blitzgarring. Ich wollte ja mal gucken. Feurer. Wenn wir den gegen Blitzgar austauschen. Oh, steigt die Abwehr. Ja, cool. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. So. Ach, das ist Ariel. Ich wollte gerade sagen. Ah, hier, Goofy kann noch eine Steigerung bekommen. Blitzgar-Ring. Protera-Kette. Irlande. Heiligen-Ring. Der Heiligen-Ring bringt nicht viel. Ja, alle Feuer, Eis und Blitzschäden minus 20% Maximum AP steigen. Aber das war's dann auch schon. Dafür verliert er nämlich an Abwehrkraft. Nee, nee. Ist schon in Ordnung so. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo das versteckt war. Ach, da ist es. Wir schwimmen gerade direkt drauf zu. Und noch mehr Herzlos. Und ich sehe gerade, wir nehmen jetzt bald schon eine Dreiviertelstunde auf, liebe Leute. Das heißt, das Ende der sechsten Session steht kurz bevor. Und Donald hat tragbare Items Plus bekommen und Frohnatur gelernt. Geil. Sehr schön. Boah. Eine Qualle als Rambock. Tale, 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 Tale und Leben. Oh. Na komm schon. Ja, sie teilt sich wieder auf.